Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Fanfiction-Analyse. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer habe ich hier meinen Laptop mit meinen Notizen und wir sprechen heute über die Fanfiction mit dem Titel Der Zauber der Freundschaft. Ich fand, dass es eine sehr schöne Geschichte mit extrem schöner Botschaft war und am besten steige ich direkt wie immer beim Schreibstil ein. Im Allgemeinen hat mir der Schreibstil sehr gut gefallen, aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich gerne anmerken möchte. Einerseits gibt es recht viele Wiederholungen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Als er aufschreckte und sie über sich stehen sah, schrak er zusammen. Also quasi zweimal Schrecken. Und es gibt auch recht viele überflüssige Füllwörter. Füllwörter sind Wörter, die eher einen geringen Aussagewert haben und die man manchmal verwendet, um einen Text quasi emotionsgeladener zu machen, um quasi den nüchternen Inhalt emotional einzufärben. Aber man kann mit Füllwörtern auch einen belletristischen Text sehr überladen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Viele waren es aber noch nicht. Die meisten schliefen so lange es ging und kamen erst in letzter Minute zum Frühstück. Und den ersten Teilsatz hätte man auch schreiben können, viele waren es nicht. Die meisten schliefen so lange es ging und kamen erst in letzter Minute zum Frühstück. Oder ein anderes Beispiel. Endlich am Lehrertisch angekommen, setzte sie sich wie üblich auf ihren Stuhl neben dem Schulleiter, der heute aber, wie so oft, verwaist war. Es wäre ein bisschen runter gewesen, wenn man geschrieben hätte, am Lehrertisch angekommen, setzte sie sich auf ihren Stuhl neben dem Schulleiter, der heute aber, wie so oft, verwaist war. Im Original doppeln sich, wie üblich und wie so oft einfach. Und eins davon hätte man streichen können, um das Ganze ein bisschen runder zu machen. Deswegen gebe ich dem Schreibstil 7 Punkte. Kommen wir zum Spannungsbogen. Den Spannungsbogen fand ich richtig, richtig super. Mit einer kleinen Ausnahme. Ich nehme mal als Beispiel. Sie hatte gewusst, dass diese Nachricht kommen würde. Sie hatte es immer gewusst, aber immer gehofft, dass es nicht passieren würde. Das ist für den Spannungsbogen richtig, richtig gut. Weil dem Leser gesagt wird, okay, diese Nachricht wurde erwartet und man fiebert wirklich mit und denkt sich, okay, was ist das jetzt für eine Nachricht? Was passiert hier? Und man möchte eben unbedingt weiterlesen. Das hat dem Spannungsbogen richtig gut getan. Allerdings ist dieser Höhepunkt der Geschichte ein bisschen zu früh gesetzt. Weil das Gespräch mit Snape eben sehr viel Raum einnimmt und der Leser aber schon weiß, was passiert ist. Man hätte hier auch die Info, was eigentlich die Nachricht beinhaltet, erst im Gespräch mit Snape einbringen können. Also quasi am Tisch selbst noch gar nicht auflösen, was überhaupt passiert ist, sodass der Leser sich denkt, was ist eigentlich mit McGonagall los? Und erst im Dialog mit Snape erzählt sie es ihm quasi und dann wird der Spannungsbogen erst aufgelöst. Weil so ist die zweite Hälfte der Geschichte doch recht dahinplätschernd. Und deswegen bekommt der Spannungsbogen von mir 7 Punkte. Kommen wir zur Charakterauthentizität. McGonagall hat mir richtig, richtig gut gefallen. Nur eine kleine Anmerkung zu ihrem Charakter. Als sie Snape nämlich erzählt, was passiert ist, steht im Text, sie wusste selbst nicht, warum sie es tat, wusste nicht, warum sie dem Kollegen, der sonst immer bereit war, Gryffindor eins auszuwischen, den Brief reichte. Vielleicht, weil heute auch so schon genug unerklärliche Dinge geschehen waren. Ich finde, das ist für sie als Charakter keine wirkliche Begründung, weil es ist ja nichts Unerklärliches passiert. Ich finde einfach, dass der Ausdruck unerklärliche Dinge hier nicht wirklich passend ist. Aber ansonsten habe ich an McGonagall überhaupt nichts zu beanstanden. Ich finde, die Tragik ihrer großen Liebe wurde richtig, richtig gut getroffen. Und dann kommen wir zu Snape. Snape ist im Fandom ja eine sowieso sehr hart diskutierte Person. Mir persönlich war er in dem Text ein bisschen zu theatralisch und emotional. Das passt für mich nicht zu dem Snape, wie ich ihn kenne, beziehungsweise wie man ihn aus den Büchern kennt. Aber das ist etwas, was ich noch hätte verzeihen können, weil ich sage, okay, das ist einfach die Fanfiction, das ist so, das muss so, das ist vollkommen okay. Fanfiction darf Charaktere ja auch verändern in einem gewissen Rahmen, wenn sie eben in sich selbst noch glaubwürdig bleiben. Aber dann gab es diesen einen Satz, der war mir ein bisschen zu viel und hat ein bisschen zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt und hat auch diese ganze, okay, vielleicht ist Snape zu McGonagall so freundlich, vielleicht ist er, wenn sie im Schmerz vereint sind, so freundlich, auch wenn ich mir persönlich das nicht vorstellen kann, ich finde das vollkommen legitim. Aber leider sagt Snape dann aber wissen Sie was, Minerva? Professor Dumbledore hat es mir erklärt, auch wenn er die fort ist, wird sie immer ein Teil von mir sein. Aber sie würde nicht wollen, dass ich mein Leben nur in Trauer lebe. Ich finde, das ist ein Satz, der passt leider überhaupt gar nicht zu Snape. Auch nicht, wenn man sagt, Snape ist ein emotionaler, theatralischer, sehr mitfühlender Mensch. Wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, aber das
kann man so argumentieren und es war auch sonst im Text sehr gut verargumentiert. Nur diese eine Stelle passt, finde ich, leider gar nicht zu Snape und auch nicht zu dem Snape, den McGonagall ja kennt. Zu dem, der eben sehr verbittert und traurig und aggressiv ist. Und deswegen finde ich, dass das nicht ganz so gut getroffen ist. Wenn man diesen Satz einfach weggelassen hätte, wäre das Ganze runder gewesen. Man hätte einfach schreiben können, dass die beiden sich eben in ihrer enttäuschten Trauer oder beziehungsweise in ihrer Trauer finden. Und es hätte schon gereicht. Ich finde, man hätte nicht schreiben müssen, dass Snape das irgendwie überwunden hat. Weil das ist etwas, was dem Charakter extrem widerspricht. Und deswegen gebe ich für die Charakterauthentizität 7 Punkte. Insgesamt hat mir die Geschichte richtig gut gefallen. Ich finde sie wirklich, wirklich schön. Ich finde auch die Botschaft dahinter schön. Und ich finde die Vorstellung schön, dass Snape und McGonagall in ihrer zurückgewiesenen Liebe oder in ihrer verlassenen Liebe so eine Gemeinsamkeit gefunden haben. Das ist ein Gedanke, der mir richtig, richtig gut gefällt. Und deswegen finde ich, dass die 21 Punkte auf jeden Fall verdient sind. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Selbe Zeit, selber Ort. Ich freue mich auf euch.